and welcome to another episode of the Expertly German Podcast, the podcast to learn German. Und heute möchte ich mit euch über das Thema Vokabeln für den Urlaub sprechen. Vocabulary for Vacation. Also in dem Fall Urlaub in Deutschland. Und das ist Part 1, also Teil 1. Ich glaube, ich werde dazu noch weitere Teile machen. Also, diese Episode ist für dich egal, ob du in Deutschland wohnst oder nicht. Wenn du in Deutschland wohnst und Urlaub machen möchtest, in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich, dann werden diese Vokabeln sicherlich hilfreich für dich sein. Aber auch wenn du Deutschland besuchen möchtest, dann glaube ich, sind diese Vokabeln sehr, sehr hilfreich für dich. Okay, lass uns anfangen. Die erste Vokabel ist der Stadtplan. Der Stadtplan. Also zum Beispiel, du kommst in einer neuen Stadt an, sagen wir Berlin oder München, und du weißt nicht genau, wo du bist, dann könntest du zur Touristeninformation gehen und nach einem Stadtplan fragen. The City Map. Man kann natürlich auch einfach eine Maps-App verwenden, logisch. Aber bei den Touristeninformationen gibt es oftmals ziemlich gute Tipps, wo sich was und welche Sehenswürdigkeit befindet. Der Stadtplan. Die nächste Vokabel ist die Touristenattraktion. The Tourist Attraction. Die Touristenattraktion. Zum Beispiel, welche Touristenattraktionen gibt es hier zu sehen? Also, welche Touristenattraktionen gibt es hier? Das ist eine typische Frage oder ein typisches Wort, das du hier verwenden könntest. Ein anderes Wort für Touristenattraktion ist auch noch Sehenswürdigkeit. Also die Sehenswürdigkeiten, the things worth seeing. Also welche Sehenswürdigkeiten sollte ich mir unbedingt in Berlin anschauen? Das könntest du zum Beispiel fragen, which things worth seeing should I visit in Berlin, for example. Also die Sehenswürdigkeiten. Dann der Bahnhof. Der Bahnhof, also wo ist der Bahnhof? Wo ist der Hauptbahnhof? Der Bahnhof ist the train station und der Hauptbahnhof ist dann the central station. Ja, the main station, der Bahnhof. Dann habe ich die Fahrkarte. Die Fahrkarte, man könnte auch, also du kannst in Deutschland auch sagen Ticket und die meisten Leute wissen Bescheid. Fahrkarte ist also the ticket. Zum Beispiel, wie viel kostet eine Fahrkarte von Berlin nach München? Ja, how much does a ticket cost from Berlin to Munich? Die Fahrkarte. Dann auch zu diesem Thema die öffentlichen Verkehrsmittel oder öffentliche Verkehrsmittel oder auch Öffis. Zum Beispiel, wie komme ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Zentrum oder zu irgendeinem bestimmten Ort? Ja, also das Wort öffentlich ist public. Und Verkehrsmittel ist the vehicle, the device, also von A nach B zu kommen. Die öffentlichen Verkehrsmittel, the public transport. Und wenn du aus einem anderen Land kommst, dann kommst du wahrscheinlich am Flughafen an. Also der Flughafen ist the airport. Also wo befindet sich der BER-Flughafen in Berlin. Ja, also dieser BER-Flughafen, das ist ja dieser relativ neue Flughafen, der gefühlte 20 Jahre gebraucht hat, um fertiggestellt zu werden. Aber jetzt ist er fertig und der sieht ziemlich schön aus. Der Flughafen, the airport. Dann, wenn du am Flughafen ankommst, hast du auch vielleicht Gepäck. Das Gepäck ist the luggage. Also zum Beispiel, wo kann ich mein Gepäck aufbewahren?
Wo kann ich mein Gepäck aufbewahren? Where can I store my luggage? Könnte man zum Beispiel fragen oder diesen Satz könnte man verwenden. Das Gepäck, the luggage. Zusätzlich zum Gepäck brauchst du auch einen Reisepass. Der Reisepass ist the passport, the travel pass, also die direkte Übersetzung. Ja, also wenn du nach Deutschland kommst, brauchst du einen Reisepass. Okay, und dann habe ich noch zwei weitere Vokabeln für dich. Und zwar der Geldautomat. Der Geldautomat, the money machine. So, der Geldautomat ist just the ATM machine. Zum Beispiel, wo ist der nächste Geldautomat? Wo ist der nächste Geldautomat? Where is the nearest ATM machine? Das ist ziemlich hilfreich, denn in Deutschland ist es nicht immer der Fall, dass man mit einer Karte bezahlen kann. Also Bargeld verfügbar zu haben, ist keine schlechte Idee, wenn du Urlaub in Deutschland machst. Besonders außerhalb der großen Städte. Also in Berlin und in München und in Köln, Hamburg, Frankfurt, da wird es wahrscheinlich nicht so viele Probleme geben. Aber wenn du außerhalb der großen Städte Urlaub machst, dann ist es immer gut, Bargeld dabei zu haben. Und wenn du kein Bargeld dabei hast, dann kannst du einfach fragen, wo ist der nächste Geldautomat oder gibt es hier einen Geldautomaten in der Nähe? Cool. Und die letzte Vokabel, die ich für dich habe, ist die Apotheke. Die Apotheke, the apothecary, the pharmacy, wo du also Medikamente bekommst, wo du hingehen kannst, um sofort irgendwelche Medizin zu bekommen, wenn du krank bist. Natürlich kannst du zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus, aber die Apotheke, the pharmacy, findest du an jeder Ecke und ist sofort verfügbar. Also zum Beispiel, wo ist die nächste Apotheke? Oder gibt es hier eine Apotheke in der Nähe? Übrigens, der Podcast ist auch verfügbar auf YouTube. Du kannst also einfach zu YouTube rübergehen und dort Expertly German eingeben und dann findest du die Podcast-Episoden auf YouTube mit den Transkripten im Video drin, sodass du mitlesen kannst, was ich sage. Das ist, glaube ich, eine super Variante, um noch besser dem Podcast folgen zu können. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.